So hören sich Sieger an. In einem echten Herzschlagfinale holte sich Evolution Circus aus Regen beim ersten niederbayerischen Bandcontest Envy Music Stars am Dienstagabend den Titel. Nach der knapp vierstündigen Show im Weißbierzelt grenzenloser Jubel bei den Gewinnern, die ihr Glück zunächst gar nicht fassen konnten. Es war jetzt echt Wahnsinn, weil einfach irgendwie der Funke wirklich aufs Publikum übergesprungen ist. Und es hat jetzt einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das war echt super. Ich war sehr überrascht. Ich glaube, das hat man auch gesehen an meinem Gesichtsausdruck. Also ich fand das einfach nur krass, weil es waren sehr gute Bands dabei. Und einfach hier zu spielen, das war wirklich ein Traum. Und jetzt noch die Gewinner zu sein, das ist einfach nur super. Wenige Stunden zuvor hatte das alles noch ganz anders ausgesehen. Hektische Betriebsamkeit hinter der Bühne und Lampenfieber, das sich zunehmend breit macht. Ja, schon leicht. Aber wie mein Bruder schon gesagt hat, also die Nervosität kommt wahrscheinlich dann, wenn man auf die Bühne kommt. Mir ist eher heiß, also das ist irgendwie sehr unangenehm. Aber mei, das hilft nicht. Aber ich freue mich, also ich bin nicht aufgeregt, ich freue mich eher, ja, so eine gute Aufregung. Und selbst unser Moderator Sebastian Nicksch ließ sich von der allgemeinen Aufregung kurz vor der Show anstecken. Es ist wie wenn man Achterbahn fährt. Kurz davor, aber wenn man eingestiegen ist, geht los. Dann ist was ganz was anderes. Für den 27-jährigen Moderator war es übrigens auch eine Premiere. Zum ersten Mal stand er vor großem Publikum auf der Bühne. Dementsprechend gut hatte er sich aber auch vorbereitet. Ich habe jede Band einzeln besucht, habe mir ein Bild von allen Leuten gemacht, was ganz wichtig ist für mich, damit ich kein Schmarrn rede, wenn man auf gut Bayerisch sagt. Und auch wichtig für die Bands, dass sie sich auf mich einstellen können und dann auf meine Fragen eine gute Antwort wissen. Während die Teilnehmer also noch mit ihrer Aufregung zu kämpfen haben, macht sich bei den Organisatoren von Envy Music Stars Erleichterung breit. Der erste niederbayerische Bandcontest steht kurz vor dem Höhepunkt. Also wenn man gesehen hat, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, dann kann man einfach nur stolz auf das ganze Team sein, von Donau TV, vom Music Center Eid und natürlich auch vom Jugendzentrum For You in Deckendorf, und das wird ein super Abend heute. Wir freuen uns sehr und sind natürlich stolz darauf, dass es so realisiert worden ist, in Zusammenarbeit natürlich mit dem Jugendzentrum Deckendorf, mit For You und Donau TV. Und ja, es kann beginnen, wir sind vorbereitet und wir freuen uns. Also das Team von DonauTV ist mega stolz, weil wir jetzt endlich mal beweisen können, dass Lokalfernsehen schon lange nicht nur Fernsehen für ältere Leute ist, sondern auch die jüngeren Leute anspricht. Aber wir vergessen natürlich nicht unser älteres Publikum, weil wir haben ja nicht nur die Sänger und musizierenden Leute auf der Bühne, sondern haben ja die ganzen Fans, sprich Familie, Freunde, und die können ja auch Großeltern sein. Also von daher, wir erreichen eigentlich alle Altersgruppen. Natürlich sind Ruhm und Erfolg mit der Teilnahme an Envy Music Stars nicht garantiert. Und doch bietet dieser Wettbewerb gerade jungen, kreativen Musikern aus der Region eine große Chance. Ich denke schon, dass es vielleicht so eine kleine Zündung geben könnte, weil sie bekommen ja als Hauptpreis eine professionelle Studioaufnahme und sie bekommen ein Musikvideo von DonauTV produziert. Und das Wichtige heutzutage bei den Bands ist ja ein sogenanntes EPK, ein Electronic Press Kit. Das heißt, sie bekommen von uns die komplette Ausstattung, was man braucht, um als Band sich weiterhin zu bewerben. Und dann heißt es natürlich hartnäckig bleiben und fleißig am Ball bleiben. Und ich glaube, dann hätten sie schon ja, das Ganze als Sprungbrett von uns als DonauTV bekommen. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Castingshows als Sprungbrett zum Erfolg? Kann sein, muss nicht sein, meint zumindest unsere hochkarätige Jury. Wenn, dann ist es vielleicht eine kleine Chance, wieder einen Schritt vorwärts zu machen. Also ich glaube nicht, dass es eine Garantie für irgendwas gibt, weder als Gewinner eines Contests noch als Letzter eines heutigen Ausscheidens. Also es geht mehr darum, ob man mit der Aufgabe wächst. Ja, man stellt sich der Herausforderung, man hat eine Aufgabe und man hat an einem Tag mit ein paar Songs die Möglichkeit, das Publikum zu überzeugen. Es ist eine Möglichkeit von vielen, auf alle Fälle, aber wenn man die Chance hat, sollte man sie auf alle Fälle wahrnehmen und nutzen. Das kann schon mal ein Sprungbrett sein, muss nicht, aber es ist eine schöne Gelegenheit, in einem großen Haus aufzutreten, vor Publikum, und es ist eine echte Stimmung. Und die war gleich zu Beginn der Show greifbar. Bühne frei also für unsere 6 Finalisten, die den Wettbewerb mit jeweils 3 ausgesuchten Songs eröffneten. Als erstes Evolution Circus aus Regen, Jump aus Eichendorf, Sick of Hailstone aus Passau,
SEX aus Frontenhausen, The Backdoor Beauties aus Passau und License ebenfalls aus Passau. Nach dem jeweiligen Auftritt war dann die Jury an der Reihe. Und die geizte in gewohnter Manier natürlich nicht mit markigen Sprüchen à la Dieter. Ich wäre gerne der Gitarrengurt gewesen von der Dame rechts von dir. Da habt ihr euch schon den richtigen Frontman ausgesucht. Das ist eine, man darf das so sagen, eine süße kleine Rampensau, würde ich mal sagen. Ihr seid Punk-Jungs, also, und ihr seid noch keine 18. Das heißt, ihr könnt für noch nichts bestraft werden, was ihr da oben anstellt. Die Jungs gefällt mir super, die haben eine richtige Dynamik, da ist Action da gewesen. Hat mir echt gut gefallen, ich war zwar kurz beim Bieseln draußen, also ich habe nicht einmal gerade bieseln können, also einen Sound haben die daherin gemacht. Nicht nur die Teilnehmer, auch Moderator Sebastian Nixch bekam dabei sein Fett weg. Mach wenigstens daheim mal zu, dass der Ranzen nicht so ausschaut. Bei all den flotten Sprüchen gab es natürlich auch ernst gemeinte Ratschläge für unsere Kandidaten. Was mir bei der Band zum ersten Mal aufgefallen ist, was ich bei den anderen sehr vermisst habe. Ihr macht ja hier eine Bühnenshow, ganz klar, Musik im Vordergrund. Aber zum ersten Mal hat es auch klamottentechnisch, zumindest von der Farbe her, einigermaßen gestimmt. Das heißt, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das vermisse ich schon. Als Publikum gehst hin. Willst du eine Bühnenshow, da will man auch was sehen, was für die Ohren, auch fürs Auge. Und da sollte man sich eben entweder gut beraten lassen oder selbst kreativ sein. Also schon mal ein Pluspunkt von meiner Seite fürs Mitdenken. Einigkeit präsentierte die Jury dann nach einer kurzen Pause bei der Bekanntgabe der Halbfinalteilnehmer. Neben den schon im Vorfeld favorisierten Bands License aus Passau und SEX aus Frontenhausen schafften auch die Underdogs aus Regen den Sprung unter die letzten drei. Ich habe bei der Bewertung nach dem Auftritt gesagt, ich würde sie gern wiederhören, weil ich gewisses Potenzial auch im Charisma beim Sänger sehe und ich bin einfach gespannt, ob sie in der zweiten Runde was draufsetzen können. Und es ist die Band Evolution Circus. Dieses Potenzial galt es auch im Halbfinale noch einmal abzurufen, denn auch License und SEX gaben noch einmal ihr Bestes. Nach diesen drei furiosen Auftritten war die Jury nicht zu beneiden. Doch schließlich kann nur eine Band den ersten niederbayerischen Bandcontest gewinnen. Ich darf jetzt verkünden, wer ins Finale kommt. Zum einen im Finale sind License. Und ich denke, das ist nicht für uns allein die Überraschung des Abends, sondern für alle. Ebenfalls im Finale sind Evolution Circus. Damit hatten viele nicht gerechnet. Die Jungs von SEX nahmen das Urteil der Jury jedoch ohne Murren hin. Man hält sie immer für perfekt, aber man muss es mal so sehen, so viel Leute, wie man da jetzt sitzen sieht, haben wir noch nie auf irgendeinem von unseren Auftritten gehabt. Und allein durch den ganzen Bandcontest haben wir an Präsenz gewonnen. Leute sehen uns, Leute mengen uns und wir haben es jetzt da nicht geschafft, aber dafür schaffen wir es woanders weiter. Wir sind bis ins Halbfinale gekommen und das finde ich ist schon eine Leistung. Unsere Band existiert seit November und es waren viele Hammer-Bands hier. Also wirklich, die Bands, die heute im Finale waren, haben es hoch verdient. Und ich bin glücklich, dass wir so weit gekommen sind und dass so viele Kontakte knüpfen konnten. Das war schön. Für sie war der Abend noch nicht zu Ende. Zum letzten Mal mussten Evolution Circus und License auf die Bühne. Diesmal sollte bei der Abstimmung auch das Publikum per Applausometer mitentscheiden. Doch zunächst nochmal die beiden Finalisten mit dem alles entscheidenden Song. Juror Thorsten Skringer verkündete dann die Entscheidung. Es hat sich hier für uns drei eigentlich eine Band im Laufe des Abends in die Herzen gespielt, obwohl sie noch wie ein roher Diamant wirkt.
Und deswegen ist unsere Entscheidung der Jury eigentlich einstimmig auf die junge Band Evolution Circus gefallen. Anschließend überreichte Entertainerin Gloria Gray Bassistin Kerstin Artinger die goldene Schallplatte von NB Music Stars. Damit verbunden eine professionelle Studioaufnahme bei BEMI Records in Straubing und ein Videoclip, produziert von Donau TV. Für Evolution Circus der Beginn einer großen Karriere? Wir werden sehen. Doch zunächst einmal von unserer Seite herzlichen Glückwunsch.